Ja, grüße dich, herzlich willkommen zum 1 Minute Beweglichkeitsflow. Und die heutige Übung, damit befreien wir deinen Körper. Ja, es ist eine richtige Befreierübung, weil danach fühlt man sich viel, viel freier. Ja, das ist irgendwie, trifft es auf allen meiner Übungen zu, aber auf dieser ganz besondere. Vor allem wirst du dich freier fühlen im Brustwirbelsäulenbereich und hier im Hüftbereich. Also eine ideale Übung, wenn du viel sitzt, dann wird dir die Übung richtig, richtig gut tun. Ich bin übrigens der Tobias von deine-faszien.de und das ist die Methode für mehr Lebensqualität. Also wenn du auf der Suche nach Übungen bist, die dein Leben bereichern und die dir mehr Lebensqualität schenken, dann bist du hier genau richtig. Vor allem sind es einzigartige Übungen, die du nirgendwo anders im YouTube-Kosmos findest. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren, weil diese Übungen wirst du nirgendwo anders finden, nur hier auf diesem Kanal. Und damit du dich davon überzeugen kannst, direkt einmal die erste Übung gezeigt. Folgendermaßen, du stellst dich einmal ganz normal hin und immer die entgegengesetzte Schulter leitet die Bewegung ein. Das heißt, die rechte Schulter rotiert nach links, dadurch geht auch mein Oberkörper, rotiert er auch. Ja? Und jetzt beuge ich mich runter, mein Becken wird gebeugt, meine Hüfte. Und jetzt kommt der erste Impuls über mein Becken. Das heißt, ich strecke mein Becken und meine Hüfte und dadurch kommt mein Oberkörper nach hinten und die Arme gehen auch mit nach hinten. Und jetzt kommt der Impuls über die linke Schulter. Ich gehe nach rechts runter und dann pam. Jetzt habe ich das Ganze sehr langsam gezeigt. Diese Streckung der Hüfte kommt explosionsartig, damit die Arme, du siehst es hier, wenn ich die Hüfte strecke, fliegen meine Arme automatisch nach oben hinten. Deswegen ist es wichtig, sich nicht festzumachen im Oberkörper, sondern locker zu lassen, geschmeidig bleiben. Das ist hier die Devise, ja? Also runter und hier, pam. Du siehst an meinen Armen, die sind locker. Ich zeige dir mal kurz, was passiert, wenn ich die festmache. Bam, die sind dann bleiben unten, ja? Also wenn das bei dir passiert, liegt es daran, dass du zu fest bist im ganzen Körper. Und bei dieser Übung musst du locker bleiben, geschmeidig hier. Das ist eine filigranere Faszienübung, wo es nicht um die großen Verläufe geht, sondern mehr um die kleineren Verläufe, ja, die in der Wirbelsäule drin sind. Die werden jetzt mehr angesprochen. Ja? Runter, pam, und rüber, pam. Und das Ganze machen wir jetzt 1 Minute lang. Heute muss ich leider auch wieder dich unterschätzen, weil meine Uhr ist jetzt wirklich kaputt gegangen. Letzte Woche war sie noch am Laden, aber sie ladet nicht mehr auf. Also sie ist jetzt wirklich hinüber. Deswegen muss ich mir eine neue Smartwatch kaufen. Also wenn du einen Tipp hast, Erfahrung mit einem Modell gemacht hast, was dir richtig gut gefällt, dann schreib mal in die Kommentare rein, weil mich interessiert mal, was ihr so empfehlen würdet. Also das Modell muss halt viele Sportarten haben. Also nicht nur irgendwie Laufen und Fahrradfahren, sondern schon auch Wassersportarten mit drin haben, Schwimmen, Stand-up-Paddling zum Beispiel. Also meine Idee ist zum Beispiel so eine Garmin zu nehmen, weil die hat das da alles drin. Aber wenn jemand vielleicht noch einen anderen Tipp hat, einfach mal bitte in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann schaue ich mir das Ganze mal an, weil Tipps von Menschen, die schon was benutzen, sind immer wertvoller, als wenn man selber im Internet nach irgendwelchen Bewertungen schaut, wo viele ja auch nicht echt sind. Das wissen wir ja auch. Ja? Deswegen da die Bitte, wenn jemand da gute Erfahrungen hat, einfach mal in die Kommentare reinhauen. Okay, dann machen wir das jetzt 1 Minute lang. Also gefühlte Minute, aber ich denke, wir kriegen das ungefähr eine Minute hin. Also wichtig halt ist, wirklich hier oben locker zu bleiben, ja? Also nicht festmachen, locker. Und wenn dir das nicht gelingt, dann musst du die Übung jeden Tag machen und du wirst merken, von Mal zu Mal wirst du lockerer. Also wenn du jetzt am Anfang noch super fest bist, ist das ein Zeichen, dass du unbedingt etwas tun musst. Weil gerade dieses Filigrane hier im Oberkörper, ja, das ist ganz, ganz wichtig für deine Wirbelsäule auch. Okay, dann legen wir jetzt los. Wir fangen auf der linken Seite an, das heißt, die rechte Schulter rotiert nach links rein. Und los geht's.
Rücken strecken hier und Becken. Becken, Arm rotiert rüber, Becken. Rotiert rüber, Becken. Rotiert rüber, Becken. Und der Arm bleibt gestreckt hier. Tut richtig gut, die Übung. Ich merke das jetzt schon. Und ist auch eine gute Powerübung. Jetzt mal nach links und mal nach rechts. Haben wir es geschafft. Ja, wenn du jetzt mitgemacht hast, wirst du genauso pumpen wie ich jetzt gerade, wie so ein Maikäfer. Weil einfach ja super viel dabei ist. Deswegen kommt dein ganzer Stoffwechsel. Der wird richtig angehoben, gepusht. Dadurch bekommst du auch viel mehr Energie. Also diese Übung eignet sich hervorragend als Aufwacherübung. Morgens direkt nach dem Bett, nach dem Aufstehen. Aufstehen, die Übung machen und danach wirst du auf jeden Fall munter sein. Und du hast mehr Power und mehr Energie. Das ist halt, ja, einfach auch wieder der Hammer. Ja, das war's dann für heute. Mich würde es freuen, wenn man hier einen Daumen nach oben machst für diese Übung. Wie gesagt, finde, ist eine sehr, sehr gute Übung. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Dein Rücken fühlt sich viel, viel freier an. Und diesen Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, einfach unter diesem Video, da steht da abonnieren. Und daneben ist noch eine Glocke. Wenn du die noch drückst, empfehle ich dir, dann wirst du immer sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann kannst du sofort, wenn du vielleicht gerade an deinem Schreibtisch sitzt, machst du in dem Moment kurz eine Pause, machst die Übung und dann bist du wieder konzentrierter an deinem Schreibtisch und kannst viel produktiver arbeiten, weil einfach dein Körper viel, viel freier ist. Okay, das war's.